Hi und herzlich willkommen. Heute möchte ich mit dir einmal Brüche erweitern üben. Und wie ihr das vielleicht auch aus der Schule schon kennt, ihr habt beispielsweise schon eine Zahl vorgegeben und ihr sollt diesen Bruch erweitern. Das heißt für uns also, wir multiplizieren sowohl diese Zahl, das ist oben der Zähler, und auch den Nenner, das ist diese Zahl, mit der Zahl 5. Das heißt also mal 5 und hier unten auch mal 5. 3 mal 5 macht 15. Und 4 mal 5 macht 20. Das Erweitern von Brüchen ist das Gegenteil vom Kürzen. Ja? Und von daher ist in dem Fall genau der Schritt zurück durch 5 und dann wären wir wieder bei 3 Viertel. Okay, üben wir das beim zweiten. Wir erweitern hier mit 7, also mal 7 und auch hier mal 7. 2 mal 7 macht 14 und 5 mal 7 macht 35. Und damit bist du auch schon fertig. Erweitern wir diesen Bruch noch mit 3 mal 3 mal 3. 5 mal 3 macht 15 und 15 mal 3 macht 45. Und damit bist du auch schon fertig. Ja, ich hoffe, ich konnte dein Wissen etwas auffrischen. Lass gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.